Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu iRacing. Willkommen endlich mal wieder zu einem GT3-Rennen im Ferrari Cup, wollte ich sagen. Es ist aber die iRacing Ferrari Challenge. Im Moment ja nach wie vor, also als dieses Video hier aufgenommen wurde, habe ich mich ja noch in der D-Lizenz befunden und somit die einzige Möglichkeit, mit GT3-Boliden zu fahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich relativ kurzfristig dazu entschieden, nochmal ins GT3-Cockpit zu steigen, weil das einfach eine Fahrzeugklasse ist, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und es ging für mich das allererste Mal auf dem Beton von Sebring. Somit habe ich mir erstmal ein bisschen Zeit gegönnt, mich da einzugrooven, mir nochmal einen Trackguide angeguckt, mich Schritt für Schritt herangerobbt, auch ein bisschen von den DOB-Jungs auf der Strecke die Linie gezeigt bekommen. Schritt für Schritt bin ich da immer besser reingekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte eins der coolsten Rennen seit langer Zeit. Deswegen viel Spaß dabei. Get on with this. Okay, Ralph. Here we go. Go, go, go. Geht schon los? 15 minutes remaining. 15 minutes to go. Geht das Rennen schon los? War das jetzt schon der Rennstart? Gibt es keinen fliegenden Start oder sowas? Ich bin gerade echt verwirrt. Was ist jetzt? Was? Ich dachte, ich könnte mich jetzt hier noch in Ruhe mit euch unterhalten, aber war wohl nichts, ne? Okay, da drehen sie sich einer nach dem anderen raus. Und wir versuchen nicht mittendrin mit dabei zu sein. Nein. Ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, einen Start verpennt zu haben. Hui. Jungs, sucht ihr einen Parkplatz oder was ist los? Meine Güte, was war das denn? Erstmal tief durchatmen und irgendwie den Kopf wieder frei kriegen. Das hätte besser, aber auch schlimmer starten können. Und jetzt einfach versuchen, konzentriert zu bleiben. Da wird es vielleicht auch den einen oder anderen schnelleren Fahrer nämlich da hinten erwischt haben, der jetzt sich dann sukzessive vorarbeitet. Aber wir sind erstmal mit dem blauen Auge durchgekommen, würde ich sagen. So, was sagt die Platzierung? Platz Nummer 5, ich traue es mich fast gar nicht auszusprechen. Ich soll früher schalten, fällt mir in dem Moment wieder ein. Mein schlechtes Gewissen klopft an. Tja, manchmal muss man nicht der Schnellste sein. Es reicht, wenn die anderen langsamer sind oder mehr Fehler machen oder beides zusammen.
So, knappe 4 Minuten sind rum, ein Hauch von nichts. Insgesamt 15 haben wir vor uns, beziehungsweise... So, dann dauert halt das Rennen, egal. Konzentration. Genau das Gegenteil von dem hier. Ja, so richtig konstant ist das alles natürlich noch nicht. Aber den Flow werden wir schon noch finden. Die beiden Fahrzeuge, die wir da am Horizont sehen, sind in einer anderen Runde. Deswegen platzierungstechnisch bringt uns das erstmal nichts. Sneaker gibt mir nochmal den berechtigten Hinweis, dass ich unbedingt weniger stark bremsen muss. Alte Schwäche von mir, aber danke trotzdem nochmal dafür. So, Rob, beruhigt mich gerade ein bisschen, dass alle hinter mir langsamer sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die richtige Lobby erwischt.
Rook, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du reinschaust. Ja, und Corvinio bringt es auf den Punkt. Zwar sind die meisten hinter mir langsamer, aber dafür auch alle vor mir schneller. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen einsam unterwegs und kämpfe mit einem Überrundeten. Und jetzt aber nochmal rein in die Konzentration. 4,5 Minuten sind es noch. Naja, immerhin sind wir jetzt schon mal unter 2 Minuten 7 zwischendrin gerutscht. Und sogar unter die 2,6.17 Sekunden nach vorne, 17 nach hinten. Da fahre ich mal wieder, aber in der klassischsten Art und Weise das Rennen gegen mich selbst. Das könnte man fast als konkurrenzlos bezeichnen. Konkurrenzlos mittelmäßig. So, eine Runde noch. Aufhören Quatsch zu machen, weiter geht's.
right, off the pace. Sector 2 is 2/10 off the pace. Ganz kurze Schrecksekunde gehabt, wäre fast das Heck weg gewesen. Und keine Inzidenz, 0 von 17. Genießen wir einfach mal den Moment. Looks like P3's gone off in turn 1. Alright, ladies and gentlemen. Vierter Platz. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ja, cool. Cool. Aber ich kann mich irgendwie nur so halb drüber freuen. Ich glaube, ich habe einfach... Das war so eine Mischung aus Glück und schwacher Lobby. Aber komm, reden wir mal, es ist nicht schlechter, als es ist, oder? Also es hätte auch schlimmer laufen können. Und wir sind es alle gewohnt. Wir wissen genau, was alles passieren kann und auch noch viel zu oft passiert. Hey! Risiko eingegangen und belohnt worden. Siehst du mal, manchmal muss man auch einfach mal über die rote Linie gehen, ne? Um hier mal wieder den persönlichen Coach herauszuholen. Cool. Ja, aber lustig. Einsam, aber lustig.